Heute für euch 10 Dinge, die Zauberei nicht tun kann. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video widmen wir uns einem zentralen Thema innerhalb der Harry Potter Saga, der Zauberei. In dieser beeindruckenden Zaubererwelt zieht die Zauberei die Leser in ihren Bann und entführt sie in ein Reich voller unerklärlicher Phänomene. Es scheint, als ob die Magie zuweilen keine Grenzen kennt. Dennoch stellt sich unter der Oberfläche dieses magischen Universums eine spannende Frage. Gibt es Grenzen für die Zauberei? Lasst uns einmal betrachten, was Magie nicht leisten kann, anstatt uns auf ihre möglichen Wirkungen zu konzentrieren. Wenn wir diese Perspektive einnehmen, dürfte die Liste wahrscheinlich wesentlich kürzer ausfallen. Also tauchen wir direkt ein. Gamps Gesetz. Dieses Gesetz sollte in jeder Diskussion über die Beschränkungen der Magie nicht fehlen. Dieses Prinzip der elementaren Gesetze setzt die Rahmenbedingungen für die Verwandlungszauberei in der magischen Welt fest. Es ist wichtig zu betonen, dass das Wort Gesetz hier auf eine Reihe von wissenschaftlichen Prinzipien und nicht auf ein Regelwerk mit Verboten hinweist. Im Harry Potter-Universum stellt die Beschwörung eine spezielle Form von Verwandlungsmagie dar, die die Erschaffung oder Herbeizauberung von Objekten, Lebewesen oder Substanzen durch magische Techniken umfasst. Dieser magische Bereich zielt darauf ab, entweder Materie aus dem Nichts zu erschaffen oder bereits existierende Objekte in eine andere Form zu verwandeln. Gemäß Gamps Gesetz existieren 5 grundlegende Einschränkungen darüber, was direkt aus dem Nichts hervorgebracht werden kann. Nahrung stellt dabei die primäre der 5 wesentlichen Ausnahmen von Gamps Gesetz, der Elementarverwandlung, dar. Es ist nicht möglich, hochqualitative Nahrung aus dem Nichts zu erschaffen. Man kann Nahrung herbeizaubern, sofern man ihren Aufenthaltsort kennt, oder ihre Menge verändern, wenn man bereits welche besitzt, aber aus dem Nichts kann man nicht Nahrung erschaffen. Interessanterweise untersagt das Gesetz zwar die Erschaffung von Lebensmitteln aus dem Nichts, gestattet jedoch deren Umwandlung, Vermehrung oder Modifikation durch Verwandlungsmagie. Obwohl uns bekannt ist, dass Nahrung an erster Stelle der 5 zentralen Ausnahmen von Gamps Gesetz steht, bleiben die übrigen 4 in den offiziellen Schriften der Zaubererwelt unerwähnt. Dies eröffnet Raum für Spekulationen und ich habe einige davon zufällig parat. Liebe. In der Harry Potter Saga nimmt die Liebe eine zentrale und wiederkehrende Rolle ein. Sie wird als eine mächtige Kraft dargestellt, die über die Grenzen der Magie hinausgeht und die Entscheidungen sowie Beziehungen der Charaktere prägt. Diese Liebe wird oft als treibende Energie porträtiert, die das Dunkle überwindet, geliebte Personen schützt und zu heldenhaften, selbstlosen Handlungen anregt. Angesichts der Macht der Liebe scheint sie daher als eine logische Ausnahme von Gamps Gesetz in Frage zu kommen. Allerdings könnte jetzt jemand an einen bestimmten Zaubertrank denken, Amor Tientia, besser bekannt als der Liebestrank. Amor Tientia gilt als der potenteste Liebestrank, der existiert. Interessanterweise nimmt jeder Mensch von ihm einen individuellen Duft wahr, abhängig von dem, was ihn fasziniert. Dennoch muss man einen klaren Unterschied hervorheben, wenn man über Amor Tientia spricht. Auch wenn es als Liebestrank klassifiziert wird, gibt es einen entscheidenden Unterschied. Während Amor Tientia die Illusion von Liebe erzeugen und intensives Verlangen hervorrufen kann, handelt es sich nicht um echte, authentische Liebe. Es kreiert lediglich eine intensive Anziehung, die jedoch nicht mit echten Gefühlen von Liebe gleichzusetzen ist. Ein Punkt, den selbst Slughorn betont. Gold. Da Gamps Gesetz offensichtlich auf die Herbeizauberung fokussiert ist, erscheint es logisch anzunehmen, dass die restlichen 4 Ausnahmen andere Kategorien von Substanzen betreffen können, die nicht aus dem Nichts erschaffen werden können. Basierend auf meinem Wissen über die magische Gemeinschaft gehe ich davon aus, dass eine dieser weiteren Hauptausnahmen möglicherweise mit Geld oder Gold zu tun hat. Dies würde die Existenz von armen Hexen und Zauberern in einer ansonsten wohlhabenden Zauberergesellschaft erklären und auch wie Armut in der magischen Welt überhaupt zustande kommen könnte. Ich finde es irgendwie schwer zu glauben, dass Familien wie die Weasleys oder Remus Lupin auch aus eigenem Wunsch in Armut lebten. Es ist essentiell zu verstehen, dass selbst in der magischen Gemeinschaft ein finanzieller Anreiz zum Arbeiten benötigt wird, offensichtlich. Daher erscheint es plausibel, dass die Unfähigkeit, Gold herbeizuzaubern, hier eine Rolle spielt. Es könnte sogar so sein, dass die Beschränkungen in Bezug auf Gold strikter sind als bei Lebensmitteln. Denn selbst wenn Gold vermehrbar wäre, wie Lebensmittel, würde dies nicht zwangsläufig Armut rechtfertigen. Es scheint vielmehr, als gäbe es hier eine festgelegte Grenze. Zudem, wenn es so einfach wäre, Objekte in Gold zu verwandeln, würde die jahrhundertelange Jagd nach dem sagenumwobenen Stein der Weisen, der genau diese Fähigkeit besitzt, nicht existieren. Leben.
Es scheint wahrscheinlich, dass eine weitere Ausnahme von Gams Gesetz die Herbeirufung von lebendigen Wesen betrifft. Einige Szenen in der Saga könnten dies zunächst in Frage stellen, wie etwa Hermine, die einen Vogelschwarm hervorruft. Es ist jedoch entscheidend zu verstehen, dass diese herbeigerufenen Tiere keine echten Leben besitzen, sondern vielmehr komplexe Simulationen von Lebewesen darstellen. Obwohl sie täuschend echt wirken mögen, sind sie unfähig zu wachsen, sich fortzupflanzen oder einen vollständigen Lebenszyklus zu durchlaufen. Daher verstoßen sie nicht gegen Gams Gesetz, da sie nicht als eigenständige Lebewesen angesehen werden. Zudem würde die Befähigung, lebendige Objekte wie Tiere herbeizurufen, mit einer anderen Regelung von Gams Gesetz in Konflikt stehen, welches die Erschaffung von Nahrung untersagt. Selbst wenn man beispielsweise ein verzaubertes Huhn herbeirufen könnte, handelt es sich lediglich um eine Nachbildung, die beim Schlachten und Verzehr keine Nahrung bieten würde. Ein zentrales Thema in der Harry Potter-Saga ist die Unausweichlichkeit des Todes, unabhängig von den Umständen. Es wäre illusorisch, den Tod zu umgehen, und ich bin der Ansicht, dass die Erzeugung von künstlichem Leben diese zentrale Botschaft unterminieren würde. Wissen und Informationen. Innerhalb des magischen Universums umfasst die Fähigkeit, Gedanken und Erinnerungen und Emotionen zu beeinflussen, einen bedeutenden Bereich. Während die Manipulation von Gedanken und Erinnerungen als akzeptierte Form der Magie betrachtet wird, zählen Techniken wie Legilimentik und Oklumentik nicht zur Kategorie der Verwandlungsmagie. Der Grund hierfür liegt darin, dass Gedanken immateriell und von geistiger Natur sind und somit nicht als physische Substanz betrachtet werden können. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die Verwandlungsmagie explizit mit der magischen Umwandlung, Herbeirufung und Steuerung von physischen Objekten. Daher können Gedanken mittels Verwandlung nicht verändert, kreiert oder ausgelöscht werden. Es ist zwar denkbar, die eigene Intelligenz zu erhöhen, Wissen zu erweitern und Informationen zwischen Geistern zu übermitteln, dennoch ist es nicht möglich, mithilfe eines Zauberstabs sofortige Lösungen herbeizurufen. Obwohl es Instrumente wie Korrekturfedern und Antwortfedern gibt, sind ihre Möglichkeiten in gewissem Maße eingeschränkt. Ansonsten könnten Individuen wie Dumbledore mühelos umfangreiche Informationen über Tom Riddle zusammentragen oder in kürzester Zeit völlig neue Zaubersprüche entwickeln. Es ist durchaus nachvollziehbar, Wissen anzuhäufen und seine geistigen Fähigkeiten zu erweitern. Allerdings ist es nicht möglich, Informationen aus dem Nichts hervorzubringen. Meine Einschätzung für potenzielle Ausnahmen von Gams Gesetz umfassen Essen, Liebe, Leben und Wissen. Dennoch sind die im Gams Gesetz aufgeführten Ausnahmen sicherlich nicht die einzigen Einschränkungen in der Zauberei. Tatsächlich existieren noch zahlreiche weitere Aspekte, die Magie nicht zu bewirken vermag. Lasst uns einige davon genauer betrachten. Altern. Das Thema des Alterns und der Ambition, diesen Prozess zu verlangsamen oder zu stoppen, findet sich häufig in der Literatur wieder. Dennoch scheint im Harry Potter-Universum der Magie soweit erkennbar kein Werkzeug zu sein, um den Alterungsprozess zu steuern oder zu beeinflussen. Obwohl Hexen und Zauberer im Vergleich zu gewöhnlichen Menschen einige übernatürliche Vorteile besitzen, wie beispielsweise eine verlangsamte Alterung oder eine längere Lebenserwartung, lässt sich das Altern offenbar nicht durch magische Mittel verändern. Es ist uns oft begegnet, weise Zauberer mit imposanten weißen Bärten zu sehen, und die Idee, dass solch ein natürlicher Prozess durch Magie beeinflusst werden könnte, erweist sich eher als unwahrscheinlich. Ein Gespräch über das Altern wäre unvollständig, wenn man den Stein der Weisen außer Acht ließe. Das Elixier, hervorgebracht aus dem Stein, verspricht eine Verlängerung des Lebens desjenigen, der es konsumiert. Sowohl Nicholas Flamel als auch seine Ehefrau konsumierten diesen Trank beinahe ihr gesamtes Leben und erreichten dadurch ein Alter von über 600 Jahren. Allerdings sind die Langzeiteffekte des Steins größtenteils unerforscht. Es bleibt unklar, ob der Konsum dieses Zaubertranks tatsächlich zu unendlichem Leben führen kann. Dieser Trank lässt vermuten, dass Hexen und Zauberer in gewissem Umfang ihre Alterung beeinflussen können. Dennoch würde ich den Gebrauch des seltenen und hochbegehrten Steins als eine außergewöhnliche Ausnahme betrachten. Verfluchte Wunden. Obwohl es in der magischen Welt diverse Heilzauber und Zaubertränke gibt, die viele Krankheiten und Wunden kurieren können, existieren dennoch gewisse Beschränkungen hinsichtlich der Heilung durch Magie, insbesondere im Falle von verfluchten Verletzungen. In der Saga um Harry Potter haben verschiedene Charaktere wie Mad-Eye Moody, George Weasley und sogar Dumbledore dauerhafte Schäden erlitten. Hätten diese verfluchten Verletzungen behandelbar sein können, wäre Moody vielleicht nicht sein Auge verloren gegangen, George Weasley hätte sein Ohr behalten können und Dumbledore wäre möglicherweise nicht verstorben. Seele. Die Thematik der Seele wird in der Harry Potter Saga intensiv behandelt, insbesondere durch Voldemorts Bestrebungen, seine Seele zu spalten und Horcruxe zu kreieren.
Trotzdem wird in der Geschichte nicht die Thematik diskutiert, eine fragmentierte oder beschädigte Seele wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Das Aufteilen der Seele wird als nicht umkehrbar und ethisch fragwürdig dargestellt, und die Konsequenzen für jene, die sich mit diesen finsteren magischen Praktiken vertiefen, sind erheblich. Auferstehung. Die Wiederbelebung von Toten wird im Kontext des Harry Potter-Universums als äußerst komplex und praktisch unmöglich dargestellt. Obwohl es Situationen gibt, in denen Charaktere wie Lord Voldemort und Harry Potter aus einem Zustand des Scheintodes zurückkommen, sind solche Ereignisse mit außergewöhnlichen Bedingungen und starker Zauberei verknüpft. Die Fähigkeit zur Wiederbelebung ist weder gängig noch leicht zu erreichen, und selbst wenn man den Versuch unternimmt, birgt es erhebliche Risiken und Konsequenzen. Wenn die Geschichte der Heiligtümer des Todes uns etwas gelehrt hat, dann ist es die Unvermeidlichkeit des Todes und die Fruchtlosigkeit von Bemühungen, ihm zu entkommen oder ihn zu überlisten. Dies wird durch den Einsatz des Steins der Auferstehung unterstrichen, der lediglich Schattierungen früherer Individuen hervorbringt, aber keine richtige Person wirklich auferstehen lässt. Und das war's mit diesem Video. Was haltet ihr von diesen Beschränkungen der Magie? Ist es gut, dass sie existieren, oder würdet ihr alles zulassen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo für den Kanal da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.